Hi und herzlich willkommen bei Hochdruck 3D. Ihr kennt das bestimmt auch. Ihr wollt was löten und im Endeffekt ist es so, dass euch der ganze Rauch ins Gesicht zieht. Das stinkt, ist gesundheitsgefährdend und ihr könnt euch natürlich auch nicht so wirklich konzentrieren. Aus dem Grund habe ich gedacht, ich mache ein kleines Projekt. Ich baue mir mal so ein Ding selber. Es gibt zwar einige Vorlagen schon im Netz dafür, aber ich habe gedacht, ich setze mich einfach dran. Ich designe mir mal selber was und schaue einfach, wie das ja funktioniert, wenn ich mir das selber baue. Ist das so ein kleiner Prototyp, den ich hier machen will? Vielleicht werde ich das Ganze später nochmal ein bisschen bearbeiten, von dem Gehäuse her dann. Aber ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und die will ich mit euch teilen. Anfangen tut das Ganze nämlich so. Damit ihr das ein bisschen versteht, wie so ein Teil aussieht, beziehungsweise wie so ein Teil funktioniert, möchte ich euch das natürlich zeigen. Grundsätzlich sieht es im Endeffekt so aus. Was wir hier haben, ist einmal ein Lüfter, ist ein 120 mm Lüfter. Den habe ich noch zu Hause rumliegen gehabt und habe mir hier so einen Aktivkohlefilter bestellt. So, dieser Aktivkohlefilter ist so, dass der alle gesundheitsschädlichen Stoffe rausfiltert. Und das ist auch ganz wichtig. Das wollen wir auch. Und im Endeffekt zieht sozusagen der Lüfter durch den Aktivkohlefilter unseren ganzen Dampf weg von uns und reinigt einmal diesen Rauch, der dabei entsteht. Und da habe ich mir Folgendes vorgestellt. Ich habe mir diesen Lüfter ausgesucht. Dieser Lüfter hängt an einem Step-Down-Modul. Step-Down-Modul ist dazu da, um die Spannung von einem Gerät sozusagen regulieren zu können. Wenn ich eine feste Spannung reinsetze, zum Beispiel hier ein 12-Volt-Netzteil, dann kann ich hiermit regeln, wie viel Volt im Endeffekt rauskommt. Und das ist für mich wichtig. Ich möchte das Ganze einstellen können, dass ich das ein bisschen vielleicht langsam oder leichter und leiser drehen kann für Videos oder höher drehen kann, wenn ich keine Videos mache. Deswegen, so ein Step-Down-Modul kostet fast nichts, kann man sich aber mal holen, kann man für vieles, vieles gebrauchen. Dann soll da natürlich ein Schalter dran. Einfach, um das Teil problemlos ein- und ausschalten zu können. Ich habe hier so einen kleinen Kippschalter, den ich noch zu Hause hatte. Der sieht zwar ja nicht mehr so schön aus, aber für einen Prototyp sollte das auf jeden Fall reichen. Dann habe ich ein 12-Volt-Netzteil. Ist ein etwas großes, aber das hatte ich noch da aus dem Grund. Sollte das damit keine Probleme geben. Und natürlich unser Aktivkohlefilter. Alle Teile, die ich hier nutze und Teile, die ich schon zu Hause hatte, werde ich euch natürlich auch verlinken. Kann sein, dass es ein paar andere Teile sind, aber ich schaue mal, dass ich euch da was Schönes raussuche. Ja, wie gesagt, alle Links dazu in der Videobeschreibung per Reflink. Ich denke mal auf Amazon und die Step-Down-Module kriegt ihr auch auf Landwehr 3D. Nur als kurze Nebeninfo, falls ihr da sowieso was bestellen wolltet, aktuell kriegt ihr das dort. Was uns fehlt, ist natürlich das Gehäuse dafür. Das habe ich mir so ein bisschen designt im Fusion 360. Ich habe mir da so einen kleinen Prototyp zusammengebaut. Den will ich euch natürlich zeigen, damit ihr seht, wie ich das gemacht habe. Ich werde noch mal kurz durchgehen, wie ich was designt habe, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann werde ich das Teil drucken. Dann werden wir es zusammenbauen und probieren es direkt mal zusammen aus. Also würde ich sagen, wir gehen jetzt mal zum Rechner, schauen uns das Ganze an und sehen uns gleich wieder. So, endlich sind wir am PC angekommen und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal an, was ich hier schon so ein bisschen gemacht habe. Fusion ist offen. Aus dem Grund seht ihr hier unten natürlich immer schon mal meine Timeline. Also ich habe ein bisschen was gemacht. Ich möchte euch das vorstellen, wie ich mir das hier so gedacht habe, wie das Ganze so laufen soll. Aus dem Grund fangen wir mal an und gehen jetzt erstmal in Step 1 rein. So, im Step 1 sieht man nicht viel, denn ich habe da nur ein paar Sachen eingefügt. Gehen wir einfach mal ein paar Schritte vor. So, was wir hier haben, ist unser Lüfter. Den wollte ich da drinnen haben. Den habe ich mir einfach aus dem Netz gezogen und eingefügt, denn da habe ich schon mal alle Maße, die ich brauche. Hier sieht man die Rotorblätter, die dazugegangen sind. Und jetzt kommen langsam die nächsten Sachen. So, habe ein paar Skizzen hinzugefügt und da seht ihr schon meinen Filter. Was ist mein Filter? Der wird dann hier draufgelegt. Im Endeffekt, das werdet ihr auch gleich sehen, werden hier dann später Schraublöcher drin sein, dass ich das von dem Filter ja ein bisschen hinten befestigen kann. Das heißt, hier geht dann eine Schraube durch, die geht bis hinten hin. Durch den Lüfter und da kommt dann eine Mutter rein. Gehen wir mal ein paar Schritte weiter. Hier sieht man dann, dass ich hier so eine kleine Begrenzung davor habe. Das heißt, das, was ihr hier seht, das halb abgerundete,
wird im Endeffekt ja ein Plastik, ein gedrucktes Teil sein, was nochmal davor kommt, damit ich das dagegen schrauben kann, um dass natürlich der Filter auch nicht rausfällt. Ich hätte das natürlich auch direkt mit den Schrauben hier machen können, aber ich habe gedacht, ich mache lieber doch nochmal was vorne dran zum Schrauben, damit wirklich der Filter sicher drin sitzt. So, in den nächsten Schritten gehen wir aber nochmal ein Stückchen vor. Sieht man, habe ich die Farbe davon auch geändert. Das ist dann hier dieser Halbkreis und wir haben hier unser Frontpanel vorne. Hier rechts kommt unser Schalter rein. Das ist eine runde Aussparung, denn bei meinem Schalter ist es so, der ist vorne rund, das stecke ich einfach da rein und kann das dann einfach vorne festziehen. Und hier links kommt unser Step-Down-Modul rein. Hier ist ein Loch für das kleine Potentiometer, was da drin ist. Heißt, dass ich das sozusagen hoch und runter stellen kann. Da gehe ich dann mit einem kleinen Schraubenzieher rein und kann das dann drehen, dass das passt. In der Skizze seht ihr auch, dass ich mir jeweils die richtigen Maße nochmal dahinter skizziert habe für die Teile. Einmal für das Step-Down-Modul und auch einmal für den Schalter. Einfach, dass ich weiß, wie viel Platz die im Endeffekt einnehmen und dass das auch von der Berechnung her einfacher ist. Und ein paar Schritte weiter vorne raus, seht ihr, habe ich angefangen, hier einen kleinen Rahmen drum zu machen. Den seht ihr auch gleich komplett, genau. Also hier haben wir den vorderen Rahmen. Ich schaue mal, wenn ich jetzt hier den Filter wegmache und die Lüfterabdeckung weg, machen wir auch nochmal den Lüfter weg. So, ist das hier vorne so ein kleiner Rahmen, der entsteht, dass ich das da schön reinsetzen kann. Das Ganze soll eigentlich auch einfach zusammenzubauen zu sein. Da werde ich mal schauen, wie das dann so funktioniert. Bin ich auch echt mal gespannt. Ist ja auch erstmal nur ein Prototyp. Und ich gehe jetzt hier nochmal ein paar Schritte vorne raus, denn viel habe ich jetzt hier nicht mehr gemacht. Einfach nur noch ein Gehäuse drumherum gezeichnet. Heißt, vorne was, hinten was und unten fehlt noch was. Das mache ich aber noch, beziehungsweise das habe ich schon gemacht. Hier. Hier seht ihr jetzt, dass da unten auch nochmal eine Platte drunter ist, dass ich das auch schön hinstellen kann. Und jetzt habe ich eigentlich nur noch in drinnen was gemacht. Und was ich da gemacht habe, das Ganze muss natürlich zusammengeschraubt werden. Ich habe mir hier Schraublöcher seitlich reingemacht und die Grundplatte unten, die untere Platte, ich mache das nochmal aus. So, das weg. An die untere Platte und an die kleine Rückblende hinten habe ich hier so einen kleinen Nupsi reingemacht, wo ich dann die Schraube von der Seite reinmachen kann und mit einer Mutter in drinne festziehen kann. Somit befestige ich das ganze Ding eigentlich nur mit hier 1, 2 Schrauben. Somit lässt sich es auch wieder einfach auseinanderbauen und Sachen ändern, Filter rausnehmen oder Lüfter tauschen. Habe ich mir so ein paar Gedanken drum gemacht, ob das so funktioniert, werden wir dann sehen, wenn wir es zusammenbauen. Ich bin da auch nochmal ziemlich gespannt, wie das Ganze wird. Ist auch nur ein Prototyp. Was ich jetzt hier noch nicht gemacht habe, sind Füße dran, dass ich das Ganze zum Beispiel kippen kann. Aber das wird später nochmal kommen. In meinem Prototyp möchte ich das noch nicht machen. Es kann nämlich sein, dass das Ganze schon so ausreicht. Im Normalfall ist es auch so, dass hier nochmal eine Kappe drüber sitzt, also sozusagen einfach hier so einen Schutz außenrum, dass der Rauch ein bisschen besser eingefangen wird. Aber wir wollen das Ganze ja auch noch nicht so krass kompliziert machen. Ich möchte erstmal einen Prototyp dafür herstellen und schauen, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und das ist das Teil im Endeffekt. Das ist das, was ich designt habe, was ich vorhabe zu machen. Eine super einfache Sache. Es sind nicht viele Teile, die ich drucken muss. Ich mache mal hier kurz ein paar Sachen aus. So, was ich drucken muss, wir gehen einfach mal Stückchen für Stückchen nochmal durch, ist unser Körper außenrum, dann die Lüfterabdeckung, dann haben wir natürlich hier unten die Abdeckung. Das werde ich jetzt nochmal ein bisschen schauen, wie ich das zusammen drucke, dass das am einfachsten funktioniert. Und untere Seite mit der Mini-Rückwand hier hinten. Das ist im Endeffekt genau das, was ich vorhabe. Ich würde sagen, ich hau das Ganze jetzt mal auf den Drucker, mal schauen, wie lange es druckt. Dann bauen wir den Spaß zusammen und schauen mal, was rauskommt. Also sehen wir uns gleich wieder. So, gedruckt ist es. Ihr seht, hier ist schon ein bisschen was Schwarzes, denn ich habe mir das zurechtgeschnitten. Hier.
Also diesen Aktivkohlefilter habe ich mir einfach hier draufgelegt und hatte mir den schon mal zurechtgeschnitten, dass es einigermaßen passt, denn der ist, ich glaube, einen Zentimeter breiter, dicker, länger, eher gesagt, als die anderen Sachen. Und ich zeige euch jetzt dazu nämlich auch direkt mal das Gedruckte. Ich habe mir hier nochmal so einen kleinen Lüftergrill gebaut für dahinter, dass ich hinten nicht so reinpacken kann. Der ist auch ganz, ganz dünn gedruckt, das reicht auch vollkommen aus. Und dann haben wir hier das Vorderteil. Ist richtig schön geworden, ist mit Marmor gedruckt von G-Tech. Da kommt dann hier der Schalter rein. So. Und kann dann hier verschraubt werden. Das werden wir aber dann erst machen, wenn wir das Ganze eingebaut haben, beziehungsweise verkabelt haben. Das ist nämlich erstmal das Wichtigste. Dann kommt hier unser Stepdown-Modul rein. Das Potentiometer, also die Stellschraube, ist hier oben im Loch. Das werdet ihr wahrscheinlich schlecht sehen. Da oben drin sieht man die dann. Und hier kann ich das Ganze festschrauben. Ich hoffe, die Löcher passen. Muss ich mal schauen. Aber müsste hinkommen. Und dann haben wir natürlich auch noch unser Unterteil. Das kommt dann hier so drunter. Hier hinten kommt dann das Kabel durch vom Netzteil. Und dann setzen wir das einfach hier so drauf. Und das wird dann hier seitlich verschraubt, dass das festsetzt. So. Und dann haben wir hier noch die Blende sozusagen für vorne, also dass das Ganze schön festschrauben kann. Das ist dann hier drinne. Grob, ich stecke es jetzt einmal mal grob rein. Und das kommt dann hier nochmal davor. Mal schauen, wie ich das am besten setze, dass das passt. Das soll nämlich so ganz leicht überstehen, hätte ich das nämlich gerne. Und da kriege ich das auch reingedrückt. Muss ich mal schauen, ob ich das ein bisschen. Müsste ich ein bisschen feilen. Muss mal schauen. Lass ich mir was einfallen. Kommt das weg? Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal ans Verkabeln. Und dazu habe ich hier den Lüfter. Bei den Lüftern müssen wir wissen, welches Kabel was ist. Hier sind vier Kabel dran: Blau, Gelb, Grün und Schwarz. Schwarz ist in dem Fall die Masse, also unser Minus. Und Gelb ist unser Plus. Das müssen wir wissen, damit wir das richtig anschließen können. Ich setze jetzt mal meinen Lüfter hier rein, denn ich möchte die ganzen Kabel hier unten dann in diesem Kästchen versteckt haben. Heißt, das Kabel, was hier aktuell dran ist, ist viel zu lang. Ich kümmere mich da jetzt drum. Ich schneide mir das mal zurecht. Und dann werden wir anfangen, das an. Na, machen wir es erst an Schalter oder erst an Stepdown-Modul. Wir machen das. Wie machen wir das denn am besten? Ich mache es erst hier rein, dann ins Stepdown-Modul. Und ja, obwohl es macht eigentlich so keinen Sinn, weil das Stepdown-Modul die ganze Zeit unter Last ist. Ich mache mir mal Gedanken nebenbei, während ich die Kabel hier abisoliere bzw. abschneide, und dann können wir gleich weiter quatschen. Thank you.
So, ein paar Probleme gab es, nämlich ich hatte das ja erst so verbaut. Und das hat dann, der Lüfter hat dann hier dran geschliffen. Ich könnte den Lüfter natürlich umdrehen und die Kabel drehen, dass er andersrum dreht, aber das wollte ich nicht. Ich möchte ihn nämlich so haben, so ist er konzipiert, so soll er nämlich sein. Und aus dem Grund habe ich mir jetzt noch was gedruckt, nämlich hier nochmal so einen Abstandshalter. Der ist hier drin eingekerbt, ein bisschen, und hier flach. Die flache Seite kommt nach vorne, so dass der Lüfter da auch nicht dran rumreibt. Und der passt sehr, 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 sehr genau. Deswegen muss ich den hier so ein bisschen reindrücken. Da haben wir es fest hier oben. Das sieht ein bisschen nicht ganz so schön aus, aber ist jetzt auch noch ehrlich gesagt nicht so übel. Wie gesagt, ist bisher nur ein Prototyp und ich würde sagen, ich habe es jetzt mal hier hingelegt. Wir stecken den Netzstecker ein. So. Und starten das mal. Und der Lüfter läuft. Ein bisschen schleift aber ihn schräg halt, das ist aber logisch. Und stell den jetzt mal hier hin. Und ich würde sagen, wir probieren das jetzt mal aus. Einfach indem ich den Lötkolben jetzt mal anschalte. Und laufen tut das Ganze noch. Ich merke schon, also es zieht schon richtig gut. Ich werde jetzt gleich mal ein bisschen Lötzinn nehmen. Und ich zoome euch auch mal ran, damit ihr das auch ein bisschen besser sehen könnt. Schauen, ob der Lötkolben schon heiß ist. So. Und dann ein bisschen noch in die Mitte. Und. Ah, nee, ist noch nicht heiß genug. Ah, doch, man sieht's. Ich hoffe, ihr könnt das auch gut erkennen, dass es den Rauch richtig schön wegzieht. Ja, jetzt sieht man es eigentlich echt gut. Dass er den schön da reinzieht. Ich verzünde das jetzt hier mal richtig, dass es schön doll raucht. Also, es hat funktioniert. Na, so, ich probiere jetzt mal. Der Schalter geht auch, das Netzteil piepst ein bisschen, aber es funktioniert. Also man kann natürlich noch ein paar Sachen hier ändern. Hier das zum Beispiel, die Füße kann man dann noch dran machen. Ich zoome noch mal raus. Aber es hat geklappt, es funktioniert, es läuft so, wie es sein soll. Ich freue mich riesig. Ich danke euch soweit fürs Zuschauen. Falls ihr Lust habt, beziehungsweise falls euch das Video gefallen hat, ein Like wäre sau cool. Und ansonsten abonnieren natürlich nicht vergessen und die Glocke solltet ihr auch drücken, dass ihr immer eine Benachrichtigung von mir kommt. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.